Herzlich willkommen zur nächsten Weinempfehlung hier aus dem Pavillon. Ich habe mir wieder Verstärkung mitgebracht in Form von Angelika. Herzlich willkommen. Danke dir. Ist meine Sommelier-Kollegin. Und wir probieren heute einen Wein, wo ich am Anfang ehrlich gesagt sehr skeptisch war. Denn es gibt Rebsorten, die mich begeistern, wie ihr wisst. Aber Cabernet Franc ist etwas, wo ich mir manchmal etwas schwer mit tue. Umso mehr freue ich mich dann, wenn ein Cabernet Franc mich wirklich begeistert. Und das hat der Scipio von Settecelli 2016 definitiv getan. Spannend daran fand ich, Angelika ist anders als ich ein richtiger Cabernet Franc-Fan. Und deswegen war sie ganz froh, den jetzt hier probieren zu können. Was gefällt dir so an Cabernet Franc insgesamt und an dem speziell? Ich mag Cabernet Franc, weil er so viel Charakter und Persönlichkeit hat. Man kennt ja vor allem die Beispiele aus der Loire in Frankreich. Und da sind sie zwar ein bisschen leichter am Gaumen, würde ich sagen, aber da bringt der Italiener noch ein Attribut mehr mit. Er bringt ein bisschen Power und Kraft ins Glas. Und auch hier hat man schön dieses, man spricht immer von Graphit, also etwas abstrakt, finde ich, für Nicht-Wein-Professionelle. Aber man hat so dieses leicht bleistiftige, dieses fast ein bisschen spitze, gepaart mit einer tollen Floralik. Und auch diese erdigen Noten kommen ganz schön raus. Und das finde ich wirklich toll an diesem Scipio. Wir sind ja im Bolgheri, also dem Teil der Toskana, der als erstes für internationale Rebsorten bekannt wurde. Da gibt es ja viele berühmte Namen, die diese Bewegung des Super-Tuscans gefördert haben. Und ich finde, das ist ein tolles Beispiel. Genauso wie du es beschrieben hast, man merkt die Eigenschaft der Rebsorte, dieses sehr typisch würzige, diese schwarze Olivennote, diese Tomatennote, dieses leicht unreife fast schon, was manchmal mitschwingt. Aber dann merkt man wirklich diese Sonne. Man merkt, dadurch wird es so richtig schön rund und eine sehr breite Frucht. Das Ganze aber wahnsinnig elegant. Das ist er mit 16 noch vergleichsweise jung, deswegen haben wir ihn jetzt auch gut 2 Stunden schon dekantiert. Aber ich finde, er wird dann am Gaumen sehr weich, sehr opulent und ist wirklich was, was selbst ein Cabernet Franc-Skeptiker wie mich bestens überzeugen kann. Das ist ja ein Wein, der etwas Besonderes ist. Da gibt es, glaube ich, nur 4000 Flaschen pro Jahrgang von und das nur in den guten Jahren. Ganz genau. Was würdest du jetzt dazu zu essen reichen? Der Wein hat eine gewisse Kernigkeit. Man muss fast ein bisschen beißen, auch jetzt in der Jugend, weil das Tannin doch sehr präsent ist. Und da braucht man was, das dem entgegensteht. Ich kann mir gut vorstellen, so ein schönes Ragout vom Kaninchen zum Beispiel. Schön geschmort, mit Schmorgemüse dazu, vielleicht ein paar Pizzockel, wie die Schweizer es gerne mögen. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass dieses Tannin und auch diese Cremigkeit und auch die Kraft, die der Wein wirklich hat, dazu gut passen kann. Dann probieren wir das aus. Wunderbar. Zum Wohl. Vielen Dank. Salute. Gleichfalls. Und Salute. Auf bald.